Baruch haba b'shem Adonai berach nuchem mi bet Adonai. Willkommen im Namen des Ewigen. Wir aus dem House of One grüßen willkommen. Shalom Alechem, Alechem Shalom. Friede sei mit euch hier und mit allen Menschen fern und nah. Wir sind heute hier zusammengekommen, um betend zu gedenken. Hanau, eigentlich eine schöne Stadt in Deutschland. Hanau, nach dem 19. Februar 2020, synonym für den Mord an 9 unschuldigen Menschen. Ihr Lachen, ihre Weisheit, ihr Leben fehlen nicht nur ihren Familien und Freunden, sondern allen. Allen, die das Privileg hatten, sie zu kennen. Indem wir uns heute dieser Opfer erinnern, indem wir lernen, welche gesellschaftlichen Strukturen zu diesem unglaublichen Mord an unschuldigen Menschen geführt hat, versuchen wir uns für die Gegenwart und Zukunft zu wappnen. Denn Rassismus, Antisemitismus und gegen Minderheiten gerichtete Vorstellungen sind in unserer Gesellschaft virulent, wie auch zahlreiche Anschläge auf Gotteshäuser und auf Friedhöfe, zum Beispiel in Halle, aber auch andernorts gezeigt haben. Hoffen wir, beten wir und handeln wir so, dass alle Menschen immer wissen, wie zwischen Gut und Böse zu unterscheiden ist. Im Namen Gottes sind wir hier zusammen und wir wollen uns erinnern. 9 Menschen sind aus dem Leben gerissen worden durch eine schreckliche und sinnlose Tat. Mitten aus unserer Gesellschaft, mitten aus unserem Land. Das ist jetzt 3 Jahre her. Narben haben sich über die Wunden gelegt, doch der Schmerz ist geblieben. Die Fragen, die Ratlosigkeit sind geblieben. Auch die Zweifel am Aufklärungswillen und am Vorgehen einzelner Behörden sind geblieben. Und vor allem die Lücke, die die Opfer hinterlassen haben, sie ist geblieben und sie tut weh. Wir werden ihre Namen lesen, sie sollen nicht vergessen sein. Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Im Ersten Testament und im Koran steht geschrieben, dass wenn jemand einen Menschen tötet, ist es so, als ob er die ganze Menschheit getötet hätte. Und wer ein Leben rettet, dann ist es so, als ob er die gesamte Menschheit gerettet hätte. Es ist uns leider nicht mehr möglich, das Leben dieser 9 in Hanau ermordeten Menschen zu retten. Doch wir können ein Zeichen setzen. Wir können unsere Solidarität zeigen, dafür sorgen, dass an diese Menschen angemessen gedacht und erinnert wird, der Fall lückenlos aufgeklärt wird und dass so etwas nie wieder passiert. Ferhat Unvar, einer der Verstorbenen, schrieb einst, tot sind wir erst, wenn man uns vergisst. Und wir sagen heute, wir haben euch nicht vergessen. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpac, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoğlu, Ferhat Unvar, Kaloyan Velkov. Wie der Prophet Micha sagt, aus Mordinstrumenten Schwerter machen. Mit Schwertern, die umgeschmiedet sind zu Pflugscharen, sollen wir gemeinsam ackern. Juden, Christen, Muslime, Säkulare, wir alle gemeinsam. Für Respekt unter den Menschen, für Frieden in Europa, in der Welt, für Demokratie in unserer Gesellschaft, für ein Miteinander aller Religionen. Pflugscharen hätte der Prophet das genannt. Man könnte jetzt einwenden, das sei eine Überinterpretation des Propheten Micha, aus unserer Gegenwart heraus. Aber ich glaube das nicht. Nicht Gewalt, nicht Mord, nicht Totschlag werden Frieden bringen, sondern nur das Umschmieden der Schwerter zu Pflugscharen in unserer Gesellschaft und außerhalb unserer Gesellschaft. Ein bedeutender Rabbiner des 18. Jahrhunderts, der Chatam Sofer, sagt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Gott schuf ihn zuletzt, der Mensch ist stolz darauf, dass er seine Umwelt gestalten kann. Wir könnten ergänzen, bis zum Telefon, bis zum Computer.
Weiter sagt der Chatam Sofer, Ameisen können das nicht, Krokodile oder Leoparden auch nicht. Wir herrschen über den Planeten, so wie Gott es gewollt hat. Wir leben länger als die meisten Tiere, aber wir sind die Einzigen, die unter dem leiden, was wir am meisten schätzen, unter unserem Bewusstsein. Wir können nämlich unterscheiden zwischen Gut und Böse. Ein Mensch hat das Potenzial, besser zu sein als Engel, aber er hat auch das Potenzial, um böser zu sein als das gewaltigste Raubtier. Wir aber leben mit der Möglichkeit, ständig Entscheidungen zu treffen zwischen Gut und Böse. Böser als das gewaltigste Raubtier, das bezeugen die Ermordeten von Hanau. Zurück zu unserem Propheten heißt das, wir sollen unsere Welt mit Flugscharen verbessern, mit den Flugscharen unserer Zeit. Und wir sollen auch in schwierigen Zeiten den Prophet Micha als einen Optimisten sehen. Jeder Mensch zählt, wir wollen keinen verlieren. In der jüdischen Tradition der Erklärung der Bibel geht diese Erkenntnis zurück auf die Schöpfungsgeschichte. Bezelem Elohim bara oto. Im Ebenbild Gottes schuf er den Menschen. Und Gott, du, wie Martin Buber gesagt hätte, Gott ist das Licht und gibt mit jeder Seele, die er schafft, einen Funken dieses göttlichen Lichtes an uns Menschen. Und also hat jeder Mensch einen Funken Göttlichkeit in sich, jenen unauslöschlichen Funken, der geprägt ist vom himmlischen Frieden. Wenn wir also einen anderen Menschen in die Augen schauen, sei er Jude, sei er Christ, sei er Muslim, sei er säkulär oder einer anderen Glaubensüberzeugung, sei er Deutscher oder von einer anderen Nation, wenn wir also einem anderen Menschen in die Augen schauen, dann springt uns dieser unauslöschliche Funken ins Gesicht. Frieden, Shalom, Salam. Und wenn wir jetzt auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblicken, dann können wir doch schon sagen, lasst uns in der Erinnerung an die Toten, an die Ermordeten in unserer Gesellschaft, um ihr Ermächtnis zu erfüllen und um gemeinsam weiterzuarbeiten, Frieden und im Inneren und im Äußeren schaffen durch Flugscharen. Amen. Als Christen hoffen und glauben wir, dass Gott Menschen, denen Unrecht getan wurde, die Opfer wurden, dass Gott die Opfer von Hanau nicht vergessen wird. Er sagt mit den Worten des Propheten Jesaja, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das gilt im Leben wie im Sterben und auch im Tod. In dieser Hoffnung suchen wir Gottes Nähe und beten für die betroffenen Familien und Freunde. Gott, wir bringen unsere Klage vor dich, dass 9 junge Menschen aus unserer Mitte gerissen wurden. Wir klagen über die ungelebten Jahre und die unerfüllten Möglichkeiten. Wir klagen über den Schmerz, der nicht vergeht, die Trauer, die immer wieder aufbricht, die Fragen, die keine Antwort finden. Wir bitten dich, sei du an der Seite der Familien und Freunde. Tröste sie, schenke ihnen Kraft und hilf ihnen, loszulassen, was wir nicht festhalten können. Wir danken dir, Gott, für die Liebe der 9 und für den Mut derer, die sie geliebt haben und die sich nun einsetzen gegen Hass und Ausgrenzung, für ein friedliches Miteinander von Menschen unterschiedlicher Religion und Herkunft, für ein friedliches Deutschland. Lass uns die Erinnerung an die Ermordeten wachhalten. Lass uns nicht bitter werden, sondern schenke uns Kraft für ein Zusammenstehen aller friedlebenden Menschen. Ein Zusammenstehen gegen Gewalt und für Frieden. Und so, in diesem Geist, bringen wir auch die ermordete Mutter des Täters und den Täter vor dich. Wir bitten dich auch für die Opfer des Messerangriffs von Brockstedt und für alle Opfer von Anschlägen und Gewalt. Wir bitten dich für die Opfer des Krieges in der Ukraine und für alle Opfer von Krieg und Gewalt weltweit. Und wir bitten dich für all die Menschen, die vom Erdbeben in der Türkei und in Syrien betroffen sind.
so viel sinnlose Tode. Barmherziger Gott, für dich hat jedes Leid Bedeutung. Nimm alle Opfer in dein Herz. Auf dem Weg der Trauer, des Friedens und der Vergebung hilft uns Christinnen das Gebet Jesu, das Vaterunser. Wer mag, stimme mit ein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wahrlich, von dir sind wir gekommen und zu dir kehren wir zurück. In der muslimischen Tradition ist es üblich, dass wir hinter Verstorbenen die eröffnende Sure, die Fatiha, rezitieren. Und die möchte ich jetzt rezitieren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta alayhim. غير المعذوب عليهم ولا الضالين. Amen. Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Lobpreis sei Gott, dem Herrn der Welten, dem sich Erbarmenden, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Weise uns den geraden Pfad, den Pfad derer, denen du Gnade erwiesen hast, die nicht deinen Zorn verfallen sind, noch derjenigen, die irre gehen. Amen. O Frau Salenus, Katschla Mechand, breite über uns die Hütte deines Friedens. Ja, Vrecher Adonai Vishmecha, Ja, Er Adonai Panavelecha, Vekoneka, Yisa Adonai Panavelecha, Vesemlecha Shalom. Geht hin im Frieden Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.